Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen Biertest-Video mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gabentisch? Auch ein ziemlich bekanntes Bierchen, würde ich mal sagen, und zwar das Erdbeerporter. Ja, aus Sachsen, eigentlich weniger Porter, mehr Biermischgetränk, so steht es dann auch in der Bierbasis drin. Wobei immerhin 95% Porter aus Wasser, Gerstenmalz, Zucker, Kohlensäure und Hopfenextrakt und 5% nochmal Getränkesirup, logischerweise dann mit Erdbeer. Ja, das Ganze hat 4,2% Umdrehungen, kommt wie gesagt aus Sachsen und ist natürlich ein bekanntes Bierchen, weil gibt es auch mit Kirsche. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt hier. Wird Zeit, dass wir die Dinger mal durchnehmen. Ja, fruchtig, frech und frisch steht drauf mit so einer doch ziemlich geilen Grafik. Einfach mal eine richtig dicke Erdbeere da drauf, einfach mal so darauf gepappt, finde ich ja ganz cool. Und auch die Kapsel hier oben im Kronkorken, wunderbar, mit so einer Erdbeere, das hat schon irgendwie was, ne? Ja, als Glas habe ich mich hier für unseren Hybriden, ne, unseren kleinen Krug entschieden. Macht sich, glaube ich, ganz gut, darf gerne ein bisschen dickwandiger sein bei einem Porter- oder Biermischgetränk. Und aus diesem Grund, denke ich, ist es schon die richtige Wahl. Ja, Kapsel sagte ich schon, hier Erdbeerporter und im Hintergrund dann auch die Maserung von der Erdbeere. Schaut dann so aus, finde ich eigentlich wirklich gelungen, sieht gut aus. Und ja, schauen wir mal nach. Also, Entspannungsverdampfung ist drin, da kommt es schön rausgedampft, so soll es sein. Würde ich sagen, lassen wir laufen. Ja, Biermischgetränke. Ich bin eigentlich nicht ganz so ein Freund davon, wobei Erdbeeraroma tatsächlich recht lecker ist. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das schmeckt mir gar nicht. So. Oh, Hilfe. Oh, bleib drin. So, was haben wir denn da? Ja, komm. Sieht schon so ein bisschen wie ein Bier aus, oder? Sind wir mal fair. Also nichts Verrücktes oder so. Das ist erstmal so weit okay. Ja, haben wir eine Blume. Ich war ein bisschen ruppig mit dem Einschank. Sind wir mal fair. Zwei Fingerbreite Blume. Das Ganze ist eher cremefarben. Eher so ein bisschen ins Bräunliche reingehend. Cappuccinofarben vielleicht. Mittel- bis grobporig. Wobei eher grobporig. Und die hält keine 90 Sekunden durch. Also der Zerfall, da kann man schön zuschauen. Das geht relativ schnell. Wobei hier mehr Blume vorhanden ist als beim anderen Biermischgetränk. Das müssen wir auch mal fairerweise sagen. Also immerhin, schaut Leute, die steht da noch recht stabil. So, von der Farbe her haben wir, würde ich sagen, so ein typisches Rotbraun, so in diese Richtung filtriert. Richtiges Porter wäre, glaube ich, noch ein bisschen dunkler, wenn ich mich richtig dran erinnere. Wir hatten ja, ich glaube, vor 2 Monaten hatten wir das letzte gehabt. Und ja, ist filtriert, wie gesagt, man kann durchschauen, hat eine gewisse Tiefe, das erkennt... Ja, doch, das ist, ich dachte nur gerade, was ist das denn? Nee, es hat schon eine gewisse Tiefe, also wässrig sieht es nicht aus. Die aufsteigende Karbonisierung ist absolut korrekt, es perlt ordentlich nach oben, schaut spritzig aus, schaut soweit ganz gut aus. Okay, ich korrigiere, die Blume hält doch 90 Sekunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich dachte, die zerfällt schneller, weil sie doch recht grobporig daherkommt. Aber sie steht stabil und das soll belohnt werden. Gebe ich gerne 8 von 10 möglichen Punkten für die Optik und für die Ästhetik. Ich schenke noch mal kurz ein bisschen ein. So, Freunde, würde ich sagen, schnuppern wir mal an, was wir da im Krug drin haben. Ich rieche so ein Erdbeer, was? Ja. Also ich glaube, ich kann euch ganz gut wiedergeben, wonach das riecht. Das riecht nach Schwarzbier und Brausepulver mit Erdbeeraroma. So in etwa duftet das. Ich mag es für den Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich mag auch diese Erdbeeraromen. Ja, ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich bin ja da so, wenn das so auf dem Eis drauf ist oder so im Sommer, das stört mich meistens gar nicht. Also ich finde es ganz gut und auch Erdbeerwasser trinke ich tatsächlich auch recht gerne mal. So mit Eiswürfeln oder so ein bisschen Minzblättchen rein, Blättchen rein und passt es. So Freunde, dann machen wir mal wieder was. Sind wir mal wieder hier, so Stößchen machen. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl. Auf das Bier und auf den Genuss. Oh, ja, doch, das ist schon. Das ist schon geil, ne? Das ist schon. Also ich kann verstehen, dass das so sich großer Beliebtheit erfreut. Also es macht Freude tatsächlich.
Ist das jetzt ein hedonistischer Genuss oder ist das einfach nur geil, weil es eine geile Erfrischung ist? Ich weiß es nicht. Also das sind natürlich die Zutaten da drin, die passen schon irgendwie. Ja? Also der Antrunk, sobald ihr das Biermischgetränk im Mundraum habt, werde ich da sofort feststellen, mein Gott, nee, ist das spritzig. Das ist wirklich richtig spritzig, das prickelt schön auf der Zunge, das will getrunken werden, das hat einen verdammt guten Zug drauf, ist unglaublich dynamisch und dadurch, dass die Aromen so stark nach vorne preschen wirklich, ja, da verzeiht einem das Bier auch, wenn man es schneller runterschluckt. Also das muss nicht zwangsläufig lange im Mundraum behalten werden. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich das Ganze dann auch eher zum Negativen hin. Also sollte man die Eigenschaft durchaus dann nutzen. Ja, dann haben wir es mit einem eher lieblichen, klar fruchtigen Bier zu tun. In diesem Sinne, Erdbeer stößt hier richtig krass nach vorne, begleitet von einer leichten Zitrusnote, die ihr auch schon beim Antrunk deutlich wahrnehmen könnt. Vom Brauwasser her würde ich sagen, mittelweich, so in diese Richtung geht es, schön flächig, breitet sich aus. Ja, und eine gewisse, ich nenne es mal Schwarzbier, ja, Schwarzbier-Herbe. Das Schwarzbier ist ja auch immer ein bisschen lieblicher, sage ich mal, im Geschmack, was wir bisher zumindest hatten. Natürlich, ja, das gibt auch noch Säure, Leute, Schwarzbier noch ein bisschen saurer daherkommt tatsächlich und auch herber. Aber hier ist es tatsächlich eher lieblich, sage ich mal. Diese Kombination, wie gesagt, nur beim ersten Schluck wird man es merken, dass das, glaube ich, so ein, ja, das gibt so Lebensmittel und oder Aromen, die passen wunderbar zusammen. Zum Beispiel Erdbeer und Schokolade. Das würde so wunderbar, das könnt ihr ausprobieren beim Eisbecher, das passt einfach. Das ist genauso wie Vanille und Schokolade. Das würde auch immer zusammenpassen. Und hier diese Kombination, Zitrusnote, dann dieses, ja, ich nenne es jetzt mal biertypische, bierliebliche Herbe, so in diesen Bereich rein, mit einer Erdbeer, das passt, Leute. Das ist vielleicht für den ersten Schluck ungewohnt, wer es nicht kennt, dann passt es aber. Und da muss ich schon mal vorweg gleich mal ein bisschen tiefer da reingehen, weil man merkt es wirklich beim ersten Schluck. Und das ist ein bisschen anders als bei den anderen Biermischgetränken, die wir hier so hatten. Ja, wenn man da zum Beispiel ein Bier-Cola oder so, ja, furchtbar. Ja, oder irgendwie sowas anderes. Aber hier dieses mit dieser Fruchtgeschichte, das kommt nicht schlecht, Leute. Das kommt wirklich. Also das ist natürlich süß. Das hat einen ganz super Nachgeschmack. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber das ist wirklich gut. Sehr erfrischend. Sehr erfrischend. Hm. Süffelt sich am Abend dann auch so weg, ne? Ja, Freunde, was kann man da jetzt noch sagen? Erdbeerporter aus Sachsen. Fruchtig, frech und frisch. Es ist fruchtig. Ob es frech ist, weiß ich nicht. Naja, ist ein bisschen gewagt, ne? Aber auch gut, lass es mal durchgehen. Und frisch ist es auch, wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Wie gesagt, Trinktemperatur 6, 7 Grad, ideal. Absolut für den Sommer geeignet. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass hier im Winter zu trinken, auch weil man dann so, ich sag nicht, so dann hat man so ein bisschen, wenn einem so kalt ist und dann ist so ein bisschen depressiv, schneit raus, alles grau und grau und dann kommst du damit sowas hier an und dann machst du Augen zu und hörst du dir vielleicht schöne Musik, so Reggae oder was an, so unter den Palmen, so auf der Insel, ja, dann hat das schon was, ja, dann denkst du auch so, oh Gott, ja, ich lieg jetzt hier im Sommer im Erdbeerbeet, ne, also so ungefähr, ist nicht schlecht. Ja, jetzt fragen wir uns natürlich noch, was kann man dazu essen, ne? Jetzt bitte nicht die Bratwurst mit Pommes. Also, ich würde erst tatsächlich sagen, passt zum Dessert ganz gut. Ich stelle es mir zum Dessert tatsächlich gut vor, weil es ist fruchtig, es ist süß und ja, dann passt natürlich auch eine Süßspeise. Eierkuchen, wunderbar. Ja, sowas in diese Richtung. Generell Kuchen, das könntet ihr wirklich, ja, auch euren Gästen zum Kuchen anbieten, dieses Bier, ne? Wenn ihr davor einen Pilz getrunken habt oder so, ja, zu der Hauptspeise, könnt ihr dann hier weitermachen mit diesem Erdbeerporter. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, wer es ein bisschen mutiger unter euch ist, würde ich mir tatsächlich auch so ein schönes Schweinekotelett vorstellen können oder einen schönen Schaschlikspieß mit Zwiebeln, ein bisschen Paprika auch, mit Tomaten, auf den Grill schön rauf mit Röstaromen. Und dann könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, das so als Begleitung, weil das halt ein bisschen so, ja, Lieblichkeit mit sich bringt. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
Outdoor-Aktivitäten sowieso, weil es halt sehr erfrischend ist, ne? Isotonisch, wenn man so will. Also das ist schon wirklich so, dass man sagt, oh ja doch, das ist im Sommer so, wenn du duscht hast, passt, ballert einen auch nicht komplett weg mit 4,2%. Ist gut, weiß ich nicht. Ich mag's. Und weil ich es mag, bewerte ich es auch so. Wir haben fertig. Ich gebe hier 5 von 5 möglichen / 6 Punkten. Das ist es mir wert. Ja, damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Verliert euren guten Biergeschmack nicht. Tschüssi.